Hütteldorf riecht damals einem emotionalen Pulverfass. Das war das erste Mal so das Zeichen, so da ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Für den Verein war Marketing wichtiger als Fußball. Laula 1 baniert heute eine Transferflopelle von Red Bull Salzburg. Denn ja, es gab auch mal eine Zeit, wo eben nicht an jeder Transfer in der Mozartstadt gesessen hat. Und für unseren Goalie reisen wir gleich zurück in das Jahr 2005. Es ist die Geburtsstunde der Roten Bullen in Salzburg. Da hat man richtig mächtig eingekauft und auch auf der Torhüterposition hat man sich mit einem klingenden Namen verstärkt, Harald. Genau, im Gegensatz zum Feld hat man sich da mal für einen österreichischen Namen entschieden und Alex Manninger war zu dem Zeitpunkt ein großer Name und ist zurückgekehrt in die österreichische Bundesliga, war davor beim FC Bologna bzw. An Siena verliehen, hat Serie A gespielt gehabt, aber es hat irgendwie nicht so recht gefunkt mit den Roten Bullen. Ja, gleich die ersten Monate hat er gefehlt aufgrund einer Hand- und Schulterverletzung. Da hat Heinz Arzberger das Tor der Roten Bullen gehütet, hat dann wirklich erst in der Rückrunde gespielt, aber wie du schon erwähnt hast, so im Nachhinein spricht er nicht ganz so positiv über diese Zeit. Auch in einem Kicker-Interview hat er gesagt, von diesem Jahr hat sich jeder mehr versprochen. Aber für den Verein war Marketing wichtiger als Fußball. Es gab Fototermine am Tag vor dem Spiel. Nach einem Jahr war diese Liaison dann schlussendlich auch vorbei. Aber die Karriere hat auch danach einen ziemlichen Boost erfahren. Ja, also er ist dann zu Udine gewechselt und war danach noch bei Juventus, wo er etliche Male Gigi Buffon vertreten durfte. Danach beim FC Augsburg, Deutsche Bundesliga gespielt und hat es dann ja zum Abschluss seiner Karriere noch als dritter Goalie zum FC Liverpool geschafft. Und wenn man dann noch mitrechnet, was er vor seiner Red Bull Salzburg Zeit gespielt hat, von Fiorentina über vor allem Arsenal, kann man nur den Hut ziehen, also großartige Karriere hingelegt. Und auch Espanyol Barcelona, das wird oftmals auch vergessen in der Vita von Alexander Manninger. Wir schicken auf jeden Fall vor Manninger ein 4-3-3 aufs Feld und beginnen mit einem 2,6 Millionen Euro teuren Missverständnis. So viel bezahlte nämlich Salzburg 2011 für Douglas da Silva. Der Start war gleich mal semi-geil, muss man sagen. Genau, ist im Winter gekommen und hat sich dann im letzten Testspiel gleich einmal das Kreuzband gerissen. Und ja, auch danach war phasenweise okay, aber mehr als okay war das nicht wirklich. Ersten Kontakt zu Douglas da Silva gab es in der Champions League Qualifikation gegen Hapoel Tel Aviv. Da hat er überzeugt, obwohl er, glaube ich, sogar ein Eigentor erzielt hat. Unterm Strich sind aber die Israelis aufgestiegen und Salzburg zu jener Zeit, ja, diesen Fluch, den hat man ja Jahre später gebrochen. Da war eben noch nichts mit Königsklassenfußball in der Mozartstadt. Neben dem Brasilianer geht es namhaft und teuer weiter. Isaac Forser holte damals der neu installierte Sportdirektor Ralf Rangnick in die Mozartstadt. Genau, und das mit viel Verspätung, muss man eigentlich sagen. Also 2012 ist er gekommen und der hat tatsächlich 2007 das erste Mal ein Probetraining absolviert mit dem FC Red Bull Salzburg, war damals im Winter, also im Jänner 2007, mit in Dubai auf Trainingslager. Damals waren Lothar Matthäus und Giovanni Trapattoni noch die Trainer der Salzburger. Hat dann aber, ist irgendwie nicht zustande gekommen, der Wechsel, er ist nach Hoffenheim gegangen und hat dort Ralf Rangnick kennengelernt und das wird kein Fehler für ihn gewesen sein zumindest. Ja, dann eben auch diesen Durchmarsch mit Hoffenheim gemacht in die Bundesliga unter Ralf Rangnick. Dann eben 2012, das erste Jahr von Rangnick bei Red Bull Salzburg, da war ein richtig großer Umbruch, ein kompletter Paradigmenwechsel, auch am Transfermarkt bei den Mozartstädtern. Also da war jetzt nicht mehr der Name, der ganz wichtig war, sondern eher hat man auf Talente gesetzt. Und da war es für Ralf Rangnick aber auch wichtig, eine Mischung zu haben. Also junge Spieler gepaart mit erfahrenen Spielern, die er höchstwahrscheinlich auch schon kennt aus seiner Zeit davor. Isaac Forser war eben einer davon, aber wenn wir schon davon gesprochen haben, dass Douglas da Silva Pech hatte mit diesem Kreuzbandriss, auch der Start von Isaac Forser bei Salzburg war alles andere als optimal, denn der hat gleich nach 5 Minuten einen Platzverweis kassiert bei seinem Bundesliga-Debüt und schlussendlich dann Ewigkeiten auch verletzt. Der hat ganz selten gespielt.
Ist übrigens nach wie vor ein Bundesliga-Rekord, nur 5 Minuten beim Bundesliga-Debüt zu brauchen, um ausgeschlossen zu werden. Also hätte fast aus der Svante Schikov damals gebrochen, der hat 6 Minuten gebraucht für die rote Karte beim Bundesliga-Debüt und außerdem rot beim Bundesliga-Debüt gesehen Luka Lokoschwili, Haruna Babangida, Mehdi Bashasade, Erik Martell, also eine durchaus Haruna Babangida, geil. Runde, ja. Ja. Finde ich gut. Die Innenverteidigung komplettieren wir jetzt noch mit Alex von Schwedler. Ein Transfer, wo ich ganz ehrlich sagen muss, auch Jahre später, der verwirrt mich einfach. Warum hat man den geholt? Papier eine sehr offene Frage, sagen wir so. Er war, ich zitiere Kurt Jahre, als er damals verpflichtet wurde. Du darfst das dann gerne zerlegen, dieses Zitat. Als chilenischer Nationalspieler verfügt von Schwedler über eine exzellente Spielerübersicht und ist außerdem sehr kopfballstark. Also diese Aussage hat er 2005 getätigt. Das letzte Nationalteamspiel von Alex von Schwedler zu jenem Zeitpunkt war 3 Jahre davor, im Jahr 2002. Die Frage ist eben, wie lange hat man auch noch dieses Makel Nationalteamspieler mit auch am Transfermarkt. Genau. Klar, er hat seine Spiele gemacht, aber hat höchstwahrscheinlich auch seinen Marktwert etwas gesteigert. Aber den hat man für 700.000 aus der Serie B geholt. Jetzt auf dem ersten Blick ja, kann man bringen, wenn er ja vielleicht auch Leistungsträger war. Aber der war in der Saison davor schon 2004 ausgeliehen an den FC Pasching und der hat da eben auch kaum gespielt. Und deshalb frage ich mich, warum hat man den dann nochmal zurückgeholt nach Salzburg? Es gibt schon einen Erklärungsversuch. Nämlich, dass ihn damals der Spielermanager Fiorinelli vermittelt hat zum FC Red Bull Salzburg. Das hat er auch vor Gericht ausgesagt und für die, die sich noch erinnern, das war der Manager, über dessen Beziehung zu ihm Kurt Jara ja gestolpert ist. Jahrelang gerichtsanhängig, also ja, vielleicht war es die Empfehlung eines guten Bekannten. Ja, finde ich eine sehr, sehr plausible Erklärung. Danke dafür, Harald. Unterm Strich nur 7 Spiele gemacht, Alex von Schwedler für die Roten Bullen. Die Innenverteidigung haben wir also schon komplett. Einen Platz haben wir noch offen in unserer 4er-Abwehrkette und die bekommt Stefan Stangl. 1,65 Millionen Euro überwies man 2016 nach Hütteldorf. Der Beginn vom persönlichen Abstieg von Stefan Stangl. Stefan Stangl war damals bei Rapid wirklich, wirklich gut. Danach nie wieder dieses Niveau erreicht, auch nur annähernd. Ja, es wurde damals auch gesagt, unser Ziel, es war natürlich schon Christoph Freund, der zu diesem Transfer gesagt hat, unser Ziel ist es, die besten österreichischen Spieler zu holen und hier weiterzuentwickeln. Stangl ist einer von ihnen und wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. Wir haben nun aus unserer Sicht mit Andi Ulmer und Stefan Stangl die beiden besten Linksverteidiger der Bundesliga bei uns im Kader. Ja, da war ja noch was. Andi Ulmer, wie soll man bitte an Andi Ulmer vorbeikommen in Salzburg? Stimmt, das ist schon so manche gescheitert. Aber es ist schon interessant, dass diese, was du beschrieben hast, was Steffen, was Christoph Freund damals gesagt hat, danach hat Salzburg nicht mehr viele Österreicher geholt, die schon Bundesliga-Erfahrung gehabt haben. Ja, es ist der ein oder andere schon noch gewesen mit Marko Djuricin und Patrick Farkas. Max Wöber, ich meine jetzt ja nicht direkt, aber. Genau, aber ich meine direkt von Bundesliga-Konkurrenten. Das machen sie jetzt schon wesentlich früher im Nachwuchs und vielleicht hat Stefan Stangl etwas zu diesem Strategiewechsel beigetragen. Schön. Ein Spielball der strategischen Entwicklung von Red Bull Salzburg. War ja dann auch ausgeliehen an die Austria Wien. Er hat also Sturm, Rapid, Salzburg und die Austria unterm Strich absolviert. Dazwischen war auch noch Wiener Neustadt mit dabei. Danach auch noch einige Stationen, interessante Transferstationen meiner Meinung nach absolviert. Mit Slovan Bratislava, dem SK in St. Pölten, Türkgücü München und Wien Wiesbaden, Stefan Stangl. Wenn wir schon in Deutschland sind, dann bleiben wir doch thematisch gleich dabei und wechseln ins Mittelfeld. Und den Start macht da eben ein Deutscher mit Christian Tippert. Kam als absoluter Leistungsträger von Stuttgart nach Salzburg und auch der kam nicht umsonst. Der kam nicht umsonst, das waren nicht ganz 1,5 Millionen Euro, glaube ich, die der damals gekostet hat. Giovanni Trapattoni hat gerufen und er ist gekommen, wird sich auch für ihn finanziell ausgezahlt haben. War damals wirklich ein sehr, sehr bekannter Name, hat es aber auch nie so recht ausspielen können.
Ich meine, das war vor allem auch noch zu einer Zeit, wo man sich doch sehr oft in der deutschen Bundesliga bedient hat. Thomas Linke, Vratislav Lokvens, Alex Ziegler, Niko Kovac. Aber also die spielten alle für Red Bull Salzburg. Aber Tiffert im Gegensatz zu den genannten Spielern war eben auch noch sehr jung. Also das hat man vielleicht so im Nachhinein gar nicht mehr so auf der Uhr. Der war 24. Der war Leistungsträger in der deutschen Bundesliga. Versuch jetzt mal einen 24-jährigen Leistungsträger aus der deutschen Bundesliga nach Österreich zu holen. Also da wirst du dir schon ziemlich schwer tun, glaube ich. Unter Umständen auch als FC Red Bull Salzburg. Ja, unterm Strich war er dann eben auch nur 2006, 2007 bei den Roten Bullen nach seinem Abgang noch in Duisburg, Kaiserslautern, bei den Seattle Sounders, Bochum, Aue und beim Hallischer FC engagiert. Also die Erwartungen hat Tiffert nicht erfüllen können. Ähnliches kann man jedoch auch von Antoine Bernet behaupten. Kam 2019 von PSG, wurde als absoluter Transfer-Coup gefeiert, der sich schlussendlich aber als Fehlgriff entpuppte. War, glaube ich, ein Last-Minute-Transfer, wenn ich das sogar richtig im Kopf habe. Also ist am Deadline-Day über die Bühne gegangen und ist, bleibt dabei nach wie vor damals schon zu Recht als Transfer-Coup gefeiert worden. Ich meine, französischer U21-Teamspieler gewesen, PSG wollte den Vertrag verlängern mit ihm. Der hat ja für die PSG-Profis auch schon gespielt. Er war in der Startformation in dieser Saison, auch in Runde 1 und Runde 2 von Thomas Tuchel. Genau. Ist dann auch, glaube ich, weil er sich geweigert hat, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, irgendwie ein bisschen nicht mehr so zum Einsatz gekommen. Ja, in die 2er, glaube ich, sogar abgeschoben worden. Ja, aber es hat irgendwie auch für ihn nicht funktioniert, aber auch das hat natürlich Gründe, die wo Antoine Bernet wenig dafür kann, zum Teil zumindest, ja, weil September 2019 einen Schienbeinbruch und im Oktober 2020 noch einmal einen Schienbeinbruch, ja, ist für eine Kicker-Karriere halt jetzt nicht übermäßig förderlich, sagen wir mal so. Ja, war eben sehr viel Pech auch mit dabei, Christoph Freund, zur Bestellung damals von Antoine Bernet. Für die Zukunft unseres Clubs ist dies ein sehr wichtiger Transfer. Ein paar Jahre später wissen wir, im Grunde hat er nicht viel spielen dürfen in Salzburg, unterm Strich 66 Spiele, ein Tor. Der nächste Spieler stellt aber alle bisherigen Transfers ganz ehrlich in den Schatten, denn was dieser Wechsel auch für ein Beben in der österreichischen Fußballszene ausgelöst hat, das hat man, glaube ich, zu jener Zeit selten erlebt. Andy Ivanschitz, 2006, der Transfer von Rapid nach Salzburg. Das war das erste Mal, so das Zeichen von Red Bull Salzburg. So, da ist ein neuer Sheriff in der Stadt und wir kriegen was auch immer wir wollen. Ja, der Kick, innerhalb des Landes. Muss man auch sagen, Hütteldorf kriegt damals einen emotionalen Pulverfass. Da hat sich dann eben auch diese doch eher angespannte Beziehung zwischen Rapid und Salzburg nochmal auf ein komplett neues Level, ist das nochmal gehoben worden. Und dieser Transfer schlug natürlich auch extrem hohe Wellen, weil Rapid in diesem Wintertransferfenster nicht nur an die Ivanschitz verloren hat, sondern eben auch Steffen Hoffmann. Der ging zu 1860 München und Josef Hickersberger, den hat sich der ÖFB damals geschafft als Nationalteamtrainer. Also du hast Rapid damals wirklich die komplette Kreativabteilung gestohlen und dem Trainer in einer Transferphase. Unfassbar eigentlich. Ja, also es sind auch in der Familie, für die Familie Ivanschitz private Freundschaften an diesem Transfer zerbrochen. Also ja, wünscht man niemandem, was da auch auf den Andy Ivanschitz eingeprasselt ist, inklusive, man erinnert sich sicher an dieses Länderspiel gegen Paraguay. Gegen Paraguay im Hanapi-Stadion damals. Ja. Und eins muss man schon auch noch dazu sagen, es hat sich halt dann auch nicht ausgezahlt letztendlich. 13 Spiele, nur ein Tor gemacht. Er hat dann sehr früh auch die Flucht gesucht aus Salzburg. Ist dann bei Panathinaikos Athen, da hat er sich dann wieder besser gefühlt. Ist er dann auch übernommen worden vom Panathinaikos und hat in den Jahren danach ja wirklich auch eine Top-Karriere abgeliefert an die Ivanschitz. Definitiv. Also Mainz, Levante, Seattle Sounders, Viktoria Pilsen. Viel Erfolg gehabt. Überall Stammspieler gewesen, mehr oder weniger. Also es war schon wirklich gut. Etwas weniger emotional, aber dafür einen klingenden Namen hat unser nächster Transferflop, nämlich Cristiano da Silva. Der Brasilianer kam im Winter 2012 für 1,2 Millionen Euro und ließ nur selten im Grunde sein Können aufblitzen. Ja, ist damals im Winter gekommen als Ersatz für Luigi Bruins.
der als Spielmacher nicht ganz entsprochen hat. Und, also Ersatz für Lucien Bruns finde ich gut. Ja, und also nicht auch, den haben wir diskutiert, hier in diese Elf reinzunehmen. Ja. Ja, hat die Nummer 10 bekommen, also das sagt schon was aus und hat danach gleich einmal, wie sagt man, von seinem neuen Verein einen in die Goschen gekriegt eigentlich, weil die haben ihn dann nicht nachgemeldet für die Europa League. Da haben sie einen anderen Neuzugang vorgezogen, Jonathan Soriano. Glaube ich zu Recht. Ja, und Mendes da Silva, der wieder fit geworden ist, und Douglas da Silva haben sie auch nachgemeldet in diesem Winter. Und das ist halt schon bitter. Du kommst zum neuen Verein, kriegst die 10. Kostet 1,2 Millionen. Sollst der neue Spielmacher werden und dann wirst du mal gleich nicht gemeldet für die Europacup-Partien. Geil, schon Wahnsinn. Also wirklich komplett gleiches Transferfenster wie Jonathan Soriano. Cristiano hat 1,2 gekostet, Soriano 500.000 Euro. Wenn man die Zahlen von Transfermarkt.at glauben darf, und das tue ich seit Jahren, war schon ein Wahnsinn, wie sich die beiden Karrieren dann auch schlussendlich entwickelt haben, obwohl man ja sagen muss, der fühlt sich scheinbar in Japan pudelwohl, Cristiano. Ja, spielt mit seinen 36 Jahren, nach wie vor in der zweiten Liga dort zumindest. Aber auch in der J-League zum Teil. Also ja, und schreibt dort durch die Bank wirklich starke Scorerpunkte. Also ich meine, der hat eine Saison gehabt 2019 mit 19 Toren und 20 Assists. Krank. Also der ist wirklich, also ich behaupte das jetzt einfach mal, bei Kashiwa Reysol hat sich zu einer absoluten Legende, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich, ja. Der hat 94 Tore in 250 Spielen für diese Mannschaft erzielt. Ist immer schwer von, glaube ich, eher in der J2-League, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber auch in der J-League. Ja. Aber auch hier, Transfermarkt, führt Cristiano als Rekordtorschützen. Ja, hat man, also, glaube ich, nicht mehr so auf dem Schirm, aber der hat wirklich eine feine Karriere danach gehabt. Der hat schon kicken können, es hat halt in Salzburg, manchmal passt es halt einfach nicht. So ist es. Ähnlich. Apropos, ja. Weiter geht's mit unserem Mittelstürmer und der kann natürlich nur Joaquin Bogosian heißen. Der Uru kam als Marc Janko-Nachfolger, tat dies aber wirklich nur selten. Also wirklich, dass er in die Fußstapfen von Janko tritt, im Grunde nur in den ersten drei Spielen, dann war es das auch schon. Also für mich ist, wenn ich an Salzburg Transferflop denke, und es wird den meisten da draußen auch so gehen, ist das der erste Name, der mir in den Sinn kommt. Auch da, weil die Erwartungshaltung natürlich riesig war, also 6,9 Millionen Euro Salzburg ausgegeben und das im Jahr 2010, also dieser Transferrekord hat sehr, sehr lange Bestand gehalten. Ja, bis zum Maxi Wöber-Transfer. Bis Maxi Wöber dann aus Sevilla geholt wurde. Und der hat halt so überhaupt nicht funktioniert. Wie gesagt, nur in den ersten drei Spielen. Der hat da zwei Tore gemacht. Ja, okay. Aber das waren die einzigen zwei Tore, die er in seiner Red Bull-Ära auch erzielt hat. Der war von 2010 bis 2013 in der Mozartstadt unter Vertrag. Man hat ihn dann immer wieder mal ausgeliehen. Auch nach Belgien. Da hat es ihm auch noch nicht so gut funktioniert. Das war wirklich eine große Enttäuschung damals. Und das, obwohl es in der Vorsaison, also vorher zu Salzburg kam, da hat eine Mörderquote vorzuweisen. 17 Tore in 34 Spielen in der ersten argentinischen Liga bei Newell's Old Boys. Und da weiß ja ein jeder, Newell's Old Boys, wer hat da gespielt? Lionel Messi, Harald. Ah, ja. Das ist der Kindheitsverein von Lionel Messi. Aber mit Messi hatte Joaquin Bogosian eher wenig am Hut, muss man sagen. Vor allem, man muss eines dazu sagen, er dürfte tatsächlich ein One-Hit-Wonder gewesen sein, weil wenn man sich die restliche Karriere dann anschaut, die er größtenteils in Südamerika verbracht hat, der hat in keiner Saison 5 oder mehr Tore erzielt mehr. Ja. Und hat einige Saisonen probieren dürfen, also das ist ja auch wieder nicht. Aber trotzdem, manchmal reicht eben eine Saison, um vielleicht das ganze Leben durchzufinanzieren. Der hat sicherlich auch einen recht guten Vertrag damals gehabt bei Red Bull Salzburg. Zu guter Letzt ein weiterer Rangnick-Transfer aus dem Jahr 2012. Harvard Nielsen. 2,8 Millionen gab man damals für den norwegischen Youngster aus. Die Rechnung ging unterm Strich nicht auf. Ist gleichzeitig mit Wallon Berisha übrigens präsentiert worden. Ralf Rangnick, sehr plakativ, hat damals gesagt, sie sind Krieger, die wissen, wann es Zeit ist, um ihre Karriere zu fighten.
Ja, bei Berischer würde ich das sogar unterschreiben. Ja, der war ein richtiger Fighter. Harvard Nielsen hat eher fragil am Platz gewirkt. Also der war mental, finde ich, ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Situation. Vielleicht auch mit dieser irrwitzigen Summe. 2,8 Millionen hat man geholt von Vallarenga. Mhm. Ist mit diesem Druck nicht ganz zurechtgekommen. Wenn ich so zurückdenke, war ich mir auch nie wirklich sicher, was ist der jetzt? Ist der jetzt ein Außenspieler? Ist der einer für die Mittelstürmerposition? Vielleicht eher hängend? Der hat sich dann eben einfach auch in dieses System, hat er nirgendwo wirklich andocken können, ist mir vorkommen. Naja, und hat halt gleichzeitig gesehen, wie andere Leute, die im selben Transferfenster gekommen sind, da sehr schnell in Österreich zu Superstars aufsteigen, von Kevin Campbell über Sadio Mané und natürlich auch Wallon Berisha. Ja, war sicher keine einfache Situation für ihn und war dann auch bald einmal erledigt. Darf ich auch nicht vergessen, ich finde, Wallon Berisha hat auch seine Zeit gebraucht. Er hat nicht gleich von Beginn an funktioniert. Das war erst dann nach so ein, zwei, drei Jahren, wo er dann wirklich auch diese Leaderrolle übernommen hat. Und der war ja dann auch wirklich lange bei Red Bull Salzburg. Mhm. Harvard Nielsen von 2012 bis 2016 öfters auch mal ausgeliehen und schlussendlich wirklich auch zu einem starken Zweitligakicker in Deutschland gereift. In Österreich hat es eben im Grunde nur zu 3 Toren in der Bundesliga gereicht und das via Hattrick im August 2012. Ich finde auch, wenn du dir diese Partie nochmal anschaust, damals 2012 Admira gegen Salzburg, Endstand 4:4. Die Torschützen damals, Hosiner und Sabitzer für die Admira und zum Beispiel Meierhofer auch noch für Red Bull Salzburg. Sehr schön. Was war das für eine Zeit? Unfassbar. Schöne Partie. Ja, finde ich auch. Aber wie du sagst, der Harvard Nielsen in der zweiten deutschen Liga funktioniert ja super. Hat jetzt, glaube ich, knapp über 150 Spiele, hat 57 Torbeteiligungen in dem Zeitpunkt. Also das ist schon aller Ehren wert. Da läuft es auf jeden Fall viel besser für Harvard Nielsen. Das ist auf jeden Fall unsere Transferflop-Elf von Red Bull Salzburg. Über 23 Millionen hat man da ausgegeben. Die hätte man wohl auch besser investieren können. Aber ganz ehrlich, dann verkaufe ich einfach ein paar Jahre später Adeyemi und habe das Ganze auch wieder drin. Also es macht sich schon bezahlt, dieser Paradigmenwechsel von Red Bull Salzburg damals unter Ralf Rangnick eben auf die Jugend zu setzen. Wir sagen jedenfalls danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.